Jetzt mal was anderes, was nichts mit dem Islam zu tun hat, sondern mit Sport, mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Der Bruder fragt mich: Salam alaikum, Bruder, deine bitte Meinung, Ali oder Tyson Prime? Also, wer würde gewinnen, Ali oder Tyson Prime? Natürlich ist es immer schwer, Boxer aus einer komplett anderen Ära miteinander zu vergleichen. Und dann ist auch beim Boxen halt das Problem, dass die Leute nur zwei, drei, höchstens viermal im Leben in der Regel gegeneinander boxen, bei den Profis zumindest. Und wir wissen selber, man kann mal einen schlechten Tag erwischen, ja. Oder an einem Tag ist einer besser vorbereitet, ja. Das spiegelt sich halt nicht so wider wie beispielsweise beim Basketball, wo es in den Playoffs ein Best of Seven gibt, wo eine Mannschaft also viermal gewinnt manchmal und die andere dreimal, ja. Aber wie würde das in der Regel meiner Meinung nach aussehen, wenn Muhammad Ali gegen Mike Tyson boxen würde zu ihrer besten Zeit? Also nicht am Ende ihrer Karriere oder ganz am Anfang ihrer Karriere, sondern da, wo sie gerade selber die beste Leistung gebracht haben. Ja? Und hier gibt es für mich absolut keinen Zweifel, dass Muhammad Ali gewinnen würde. Warum? Mike Tyson ist sicherlich sehr schnell, hat auch große Schlagkraft und ist auch technisch ziemlich gut. Das heißt, er weiß genau, wie er seinen Peekaboo-Style einbringt. Er ist ein aggressiver Konterboxer. Das heißt, er geht nach vorne mit seiner kleinen Größe, setzt die Leute unter Druck, meidet dann und kommt mit seinen Kontern rein. Sehr häufig macht er einen Slip nach innen und kommt dann mit einem linken Haken. Wovon viele Boxtrainer abraten, weil sie sagen, du läufst dann in die rechte rein. Jedenfalls, aber es kommt alles auf die Schnelligkeit und das Timing an, ja. Man kann alles im Boxen kontern, ja. Muhammad Ali dagegen ist jemand, der, Mike Tyson hat auch ein gutes Kinn, aber seine Schwäche ist etwas die Kondition. Da er so explosiv ist, baut er zu Ende der Runden etwas ab, ja. Und deswegen war auch am Ende immer das Ziel der Gegner, die ersten Runden zu überstehen und dann hinten heraus den Kampf zu gewinnen. Muhammad Ali dagegen ist erstmal unheimlich schnell mit seinen Beinen, unheimlich schnell mit seinen Fäusten. Also ich glaube, es gab keinen Boxer, der so schnell mit seinen Beinen und mit seinen Händen war. Und da rede ich von. Und ich rede dabei von Pound for Pound, also pro Gewichtsklasse. Natürlich, so ein Fliegengewichter ist in der Regel schneller als ein Schwergewichter. Aber so schnell, wie er in seiner Prime war, mit seinen Händen, mit seinen Fäusten, mit seiner Oberkörperbewegung, ja, dann hat er ein unheimliches Herz gehabt. Ja, das heißt, er konnte wirklich sich sowas von durchbeißen, wie zum Beispiel der Thriller in Manila gegen Joe Frazier. Unheimliche Nehmerqualitäten. Und wenn man vergleicht, schaut man, wie hat er gegen Boxer geboxt, die so boxen oder ähnlich boxen oder ähnliche Qualitäten hatten wie Mike Tyson. Und da sehen wir beispielsweise, dass er gegen Floyd Patterson zweimal gewonnen hat. Floyd Patterson war der erste Schwergewichtsweltmeister, der den Titel zurückerobern konnte. Es gab damals eine Regel, heute redet da keiner mehr von. They never come back, weil keiner es geschafft hat, wenn er den Schwergewichtstitel verloren hat, ihn nochmal zurückzuerobern. Der Erste, der es geschafft hat, war Floyd Patterson. Und Floyd Patterson, rate mal, wer sein Trainer war? Castamato, der Trainer von Mike Tyson. Das heißt, Floyd Patterson hat da haargenau denselben Boxstil wie Mike Tyson. Nur nicht so explosiv. Ja? Aber Floyd Patterson wurde von Muhammad Ali deklassiert. Und Floyd Patterson wäre heute viel bekannter, wenn nicht in dieser Zeit jemand aufgetreten worden ist, aufgekommen ist, der für mich einer der besten Schwergewichte aller Zeiten ist. Nämlich Sonny Liston, der Floyd Patterson auch K.O. geschlagen hat. Und Sonny Liston ist der Boxer mit der größten Armlänge im Vergleich zu seiner Körperlänge. Ihr müsst euch mal Videos angucken, Sonny Liston Jab, dann seht ihr, wie lang seine Arme sind. Es ist unglaublich. Normalerweise ist die Armspannweite von einem Menschen ungefähr so wie seine Körpergröße. Das heißt, wenn du 1,80 groß bist, ist deine Armspannweite auch 1,80. Keiner hat so einen großen Unterschied
im positiven Sinn zwischen seiner Armspannweite und der Körpergröße wie Sonny Liston. Sonny Liston wurde von wem K.O. geschlagen? Zweimal. Muhammad Ali. So. Und Sonny Liston war ein absoluter Knockouter gewesen. Mit einer größeren Reichweite als Mike Tyson. Ja, und auch einen guten Jab, eine gute Technik. Dann gehen wir weiter als Muhammad Ali. Und wie gesagt, Floyd Patterson hat denselben Stil wie Mike Tyson, nur weniger Explosivität. So, dann schauen wir weiter der Karriere, als er schon nicht mehr, und Sonny Liston schlägt für mich härter als Mike Tyson, dann schauen wir weiter, wen er geboxt hat, als er aus dem Knast kam und nicht mehr in seiner Prime war, nicht mehr in seiner besten Zeit war. George Foreman, der in meinen Augen auch einen härteren Schlag hat als Mike Tyson, aber einen anderen Stil, muss man dazu sagen. Er hat ihn besiegt, Muhammad Ali, mit einer unheimlichen Willenskraft 1974 im Rumble in the Jungle. Dann, wen hat er noch geboxt, wer gewisse Ähnlichkeiten hat zu Mike Tyson, gewisse Ähnlichkeiten? Joe Frazier. Drei Kämpfe. Joe Frazier, gewisse Ähnlichkeiten. Joe Frazier hat die Bobbing und Weaving Stil, dass er auch nach vorne geht, den Oberkörper bewegt. Sehr starker linker Haken, ähnlich wie Mike Tyson. Nicht ganz so schlagstark, aber dafür viel konditionsstärker. Ja? So, und Muhammad Ali hat ihn zweimal besiegt. So, wenn ich mir dieses, und Muhammad Ali hat ihn besiegt, als er schon nicht mehr in seiner Prime war. Und deswegen sage ich,